Sehr geehrte Zuschauer, es ist Montag, der 21. Januar 2019. Herzlich willkommen zu Ihrem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Themen haben wir heute für Sie. Benefizkonzert. Musik von Kreismusikschule für einen guten Zweck. Medium der Woche. Gewinnen Sie die CD von den Country-Rockern The Boss Hoss. Und Zukunft des Schlafs. Wir zeigen Ihnen Tipps, wie man erholt in den Tag starten kann. Viele Themen warten also auf Sie, sehr geehrte Zuschauer, vom Bauhaus über die Hochzeitsmesse bzw. die Hochzeitsdienstleistungen hier des Elbe-Kanals bis hin zum großen Benefizkonzert und vieles mehr, also eine vollgepackte Sendung. Doch beginnen möchten wir mit dem großen Jubiläum. Das Bauhaus feiert Jubiläum. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, worüber ich rede, die sollten jetzt gut zuschauen, hier ein paar Informationen. 2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Das Bauhaus gilt als eines der wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und als einer der wichtigsten deutschen Exportschlager. Am Bauhaus Dessau, das weltweit als Ikone der Moderne gilt, wurde das bedeutendste Stück dieser Geschichte geschrieben, die bis heute nachwirkt. Entdecken Sie das kulturelle Erbe der heute noch existierenden architektonischen Zeugnisse dieses Aufbruchs. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele original erhaltene Bauhausgebäude und Stätten der Moderne wie nirgendwo sonst. In Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Leuna, Quedlinburg und zahlreichen anderen Orten können Meilensteine besichtigt werden. Die Jahresausstellung im Bauhaus Dessau über Karl Fieger gibt passende Hintergrundinformationen. www.bauhaus-entdecken.de. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. Doch nicht nur das Jubiläum des Bauhauses steht in diesem Jahr auf dem Kalender, sondern auch zahlreiche Ehen werden wieder geschlossen. Es wird geheiratet. Das konnten wir erneut erfahren am vergangenen Sonntag in Magdeburg Maritimhotel auf der schönsten und größten Hochzeitsmesse des Landes Sachsen-Anhalt auf der Eleganz. Viele Aussteller haben sich präsentiert. Auch wir, die Elbe Medienproduktion GmbH, waren vor Ort mit einem Stand und haben zahlreichen Paaren unsere Dienstleistungen näher erläutert. Wenn auch Sie wissen möchten, was wir alles leisten können, wenn es um das Thema Hochzeit geht, sollten Sie jetzt gut zuschauen. Einige Informationen haben wir für Sie aufbereitet.
Soweit Informationen aus dem Bereich Hochzeit und Heiraten. Doch genug in Sachen Eigenwerbung. Weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten hier bei uns aus der Region. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Wie das Sachgebiet Tiefbau der Stadtverwaltung mitteilt, wurde in dieser Woche mit dem kompletten Ausbau der sogenannten Nebenanlagen der Geschwister-Stoll-Straße im Bereich zwischen Einmündung Zimmererstraße bis zur Ampel am Repomarkt begonnen. Dazu zählen neben neuen Gehwegen, Pkw-Stellplätzen und vorbereitenden Maßnahmen für Grünanlagen auch eine neue Straßenbeleuchtung sowie die Leistungen für unterirdische Versorgungsmedien. Die Arbeiten sollen im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Wie steht es um die Europäische Union? Welche Erwartungen haben Bürger an die EU? Wie muss sich Europa verändern? Mit der Europawahl am 26. Mai 2019 rücken diese und ähnliche Fragen zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Vorab sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an einer Debatte der Zukunft der Europäischen Union zu beteiligen. So findet am 24. Januar 2019 um 18 Uhr ein Europagespräch im Stadtwerkehaus Schönebeck in der Friedrichstraße 117 statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Fragen und Meinungen zu aktuellen Herausforderungen und zur zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union äußern. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz schreibt für 2019 erneut den Deutschen Preis für Denkmalschutz aus. Kulturminister Rainer Robra ruft deshalb die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt auf, bis zum 25. März Vorschläge für Preisträger bei der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur einzureichen. Mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz werden Persönlichkeiten, Personengruppen sowie gemeinnützige Vereine ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich in beispielhafter Weise für den Schutz und die Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes eingesetzt haben. Die nächste Bürgerversammlung für die Ortsteile Elbenau und Grüneweide findet am Dienstag, den 22. Januar 2019 um 18.30 Uhr im Eiscafé und Bistro Elbenau in der Plötzgier Straße 15 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Die Verwaltung beantwortet in der Bürgerversammlung überdies nach Möglichkeit allgemeine Fragen für den Ortsteil. Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchten, sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung mitzuteilen. Die Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck, Amt für Presse und Präsentation am Markt 1 oder an presseamt@schoenebeck-elbe.de. In Sachsen-Anhalt wird am Sonnabend, den 25. Mai 2019, zum zweiten Mal der Tag der Feuerwehr gefeiert. Der Tag, der dazu anregen soll, selbst aktiv bei der Feuerwehr zu werden, steht wie zur Premiere im Vorjahr unter dem Motto „Voller Einsatz“. Feuerwehren und Gemeinden, die den Tag mit einem Programm vor Ort mitgestalten möchten, können ihre Veranstaltungsankündigung an die folgende E-Mail-Adresse senden: pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de. Auch im Jahr 2019 soll wieder besonders verdienstvollen Frauen für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten und ihren persönlichen Einsatz für das Gemeinwohl in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport mit der Vergabe des Ehrenpreises Salz an Frau gedankt werden. Erstmals soll zudem eine Salz an Frau in der Kategorie Junges Engagement gewürdigt werden. Denn auch junge Frauen engagieren sich vorbildlich für unsere Gesellschaft. Die Auszeichnung zur Salzanfrau wird anlässlich des Internationalen Frauentages im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung am Nachmittag des 8. März 2019 im Salzantheater Staßfurt stattfinden. Wenn Sie also in Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis oder Ihrem beruflichen Umfeld Frauen kennen, die sich unermüdlich in Vereinen, Verbänden, Organisationen, Selbsthilfegruppen und vielem weiteren engagieren, dann teilen Sie dies bitte der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schönebeck bis zum 31. Januar schriftlich mit.
Das Land Sachsen-Anhalt ruft alle jungen Menschen bis 21 Jahre aus Sachsen-Anhalt auf, sich am Wettbewerb zum 22. Kinder- und Jugendkulturpreis 2019 zu beteiligen. Mit dem Preis würdigt das Land Sachsen-Anhalt herausragende kulturelle Leistungen und künstlerische Werke von Kindern und Jugendlichen. 2019 steht der Kinder- und Jugendkulturpreis unter dem Motto Aufbruch, modern denken. Die Beiträge mit ausgefüllten Anmeldeformular können bis einschließlich 1. April 2019 an folgende Adresse gesendet werden: Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. in der Brandenburger Straße 9 in 39104 Magdeburg. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Sie haben es gesehen, die Bürgerversammlung am Dienstag, dem 22. Februar, dann in Elbenau, sehr geehrte Zuschauer. Mehr Informationen dann noch einmal in der Wiederholung hier im Newsblog. Jetzt geht es erst einmal weiter mit der Werbung. Danach hier bei uns das Medium der Woche. Wir blicken auf das große Benefizkonzert und vieles mehr. Also dranbleiben lohnt sich. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Schaschlik 100 Gramm zu 80 Cent, Schweinefilet 100 Gramm zu 80 Cent, Schweineleber 100 Gramm zu 25 Cent und Bierschinken 100 Gramm zu 1 Euro. Aufgepasst! Ab sofort ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC. Bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck.
Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schöneberg gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Ein Kinderbesteck mit persönlicher Gravur, hochwertige Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen jedes Kinderherz höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juli und August. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 Euro für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden das Passende dabei. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Alfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, da sind wir auch schon wieder mit dem Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 21. Januar. Sehr geehrte Zuschauer, haben auch Sie Probleme mit dem Schlafen? Das Einschlafen ist sicherlich nicht das Problem, aber so richtig durchschlafen, den Tiefschlaf erreichen, um dann auch ausgeruht wieder in den neuen Tag starten zu können? Viele Menschen haben damit ihre Probleme. Genau mit diesem Thema möchten wir uns nun beschäftigen. Welche Lösungen gibt es bzw. wo liegen die Ursachen? Es ist nur ein kleines Stück Stoff, das unter die Matratze geschoben wird. Danach sendet der sogenannte Schlaftracker Sleep jeden Morgen eine Schlafanalyse auf das Smartphone. Daten rund um Tiefschlafphasen, Herz- und Atemfrequenz und sogar Schnarchen werden erfasst und können helfen, die eigene Nachtruhe besser zu verstehen und zu optimieren. Welche Bedeutung Experten gesundem Schlaf beimessen, wird von den meisten Menschen allerdings unterschätzt. Man weiß also, dass 70% der Gesamtgesundheit vom guten Schlaf aushängt oder mit dem Schlaf zusammenhängt. Das hat praktisch mit dem Gehirn zu tun, mit dem Immunsystem, mit der Gereiztheit, mit dem Stoffwechsel. Aber einen guten Schlaf bekomme ich dann, wenn ich sowohl in einem bequemen Bett liege, eine tolle Umgebung habe und innerlich auch keinen Druck habe, wirklich einschlafen zu können. Auf der Heimtextil in Frankfurt präsentieren sich die neuesten Trends zum Thema gesunder Schlaf. Oft können aber schon einfache Tipps deutliche Änderungen mit sich bringen. So sollte es möglichst dunkel und ruhig sein, damit das Gehirn abschalten kann. Schlaftrainer Nick Littlehales, der Spitzensportler wie Cristiano Ronaldo und Lewis Hamilton coacht, empfiehlt mehrere Schlafzyklen über den Tag verteilt. Man muss den natürlichen Tagesrhythmus und die eigenen Schlafgewohnheiten kennen und dann nicht 8 Stunden am Stück schlafen, sondern in 90-Minuten-Zyklen denken. Wer mehrmals am Tag in kurzen Abschnitten schläft, wird verblüfft sein, wie sehr das Wohlbefinden steigt. Wer seine Schlafgewohnheiten den Bedürfnissen seines Körpers angepasst hat, der kann sich dann auch mit den technischen Innovationen von Kissen, Matratze und Co. beschäftigen, um den eigenen Schlaf in Zukunft noch erholsamer zu machen.
Vielleicht war ja die ein oder andere Lösung für das bessere Schlafen für Sie mit dabei, sehr geehrte Zuschauer. Und weiter geht es mit Informationen bzw. Möglichkeiten für Sie, denn wir können wieder hier an dieser Stelle verlosen, und zwar das Medium der Woche. Sie können es gewinnen, diesmal Bosshaus mit ihrem aktuellen Album Black is Beautiful. Jetzt ein paar Einblicke und dann kommt sie, die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Seit fast 15 Jahren beweisen die deutschen Rock'n'Roll-Ikonen immer wieder, dass mitreißender Country-Rock nicht unbedingt aus Nashville, Los Angeles und Co. kommen muss, sondern eben auch aus Berlin. I'm just a man, but I'm more than you think I am. Mit Black is Beautiful legen The Bosshaus ihre neue, mittlerweile 8. Studioplatte vor. Ein abenteuerhungriges und energiegeladenes Album. Schwarz ist die Farbe der Nacht und des Rock'n'Roll. Nach Dawes Bros melden sich die Berliner Country-Rocker mit frisch aufgeladenen Akkus zurück. Durch die Nacht mit The Bosshaus. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Soweit der kurze Einblick ins Medium der Woche, und jetzt können Sie diese CD gewinnen, wenn Sie denn beim Gewinnspiel mitmachen und mir folgende Frage beantworten. Am vergangenen Sonntag fand in Magdeburg die Hochzeitsmesse Eleganz statt, die wohl schönste und größte Hochzeitsmesse in Sachsen-Anhalt. Und ich möchte von Ihnen wissen, wo fand diese Messe denn statt? Ich bin mir sicher, Sie kennen die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Lösungsvorschläge. Die Gewinner geben wir dann am kommenden Freitag hier im Regionalmagazin bekannt. Sehr geehrte Zuschauer, Gutes tun sollte man zu jeder Zeit und immer wieder. Das dachte sich auch die Kreismusikschule, denn sie veranstaltete ein Benefizkonzert für die Human-WG hier in Schönebeck. Es sollen große Konzerte mit einem Sinn dahinter sein. Mit diesem starken Benefizgedanken der Kreismusikschule Bela Bartok lud diese am vergangenen Mittwoch in den Kurpark ein. Zahlreiche Interessierte und Musikliebhaber führten den Dr. Tobak-Saal bis auf den letzten Platz, um am Benefizkonzert zugunsten der Schönebecker Humanwohngemeinschaft teilzuhaben. Denn mit den Einnahmen des Konzerts soll es finanziell nicht abgesicherten Patienten ermöglicht werden, bei schwerer Krankheit ihre letzte Lebensphase in der Human-WG genießen zu können. Das Orchester mit ca. 50 Musikschülern aus dem Salzlandkreis sorgte unter der Leitung von Susanne Reiche-Wiesonté für ordentlich Abwechslung. Als Nachwuchs des großen Streichorchesters Saitenspiel eröffnete das Benefizkonzert. Dort spielte auch der Cellist Julius Bayer mit, welcher anschließend als Solist beim Saitenspiel mitwirkte. Im Alter von gerade einmal 8 Jahren strahlte er trotz des großen Publikums beim Streichen eine Gelassenheit aus und meisterte das anspruchsvolle Musikstück mit seinen Soloparts. Für die Ohren gab es von den Bläsern der Gruppe Bela Brass. Weiter im Programm konnte man bekannte Filmmusik lauschen,
wie zum Beispiel Klänge von Schindlers Liste oder auch von König der Löwen und die Titelmusik von Game of Thrones. Doch ohne zahlreiche Unterstützer wäre das Benefizkonzert nicht so ein großer Erfolg gewesen. Der Förderverein Freunde der Kreismusikschule half bei den Vorbereitungen, aber auch die EMS unterstützte mit der Werbung und war der Hauptsponsor des Orchesters. Die Bürgerstiftung Salzland und die Städtische Wohnungsbau GmbH legten ebenso mit Hand an. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Geschäftsführerin der SWB Frau Sigrid Meyer sowie Frau Annette Schreiber von der Bürgerstiftung schenkten an der Bar die Getränke aus. Als traditionellen Abschluss wurde gemeinsam mit dem Publikum das Lied »Der Mond ist aufgegangen« gesungen und gespielt. Nach tosendem Applaus und Standing Ovation war das Benefizkonzert wahrlich ein voller Erfolg. Bereits im Vorfeld spendete die ITB 1.000 Euro. Dazu kamen 400 Euro, welche von Privatpersonen gespendet wurden. Am Konzertabend wurden weitere 2.000 Euro eingenommen. Doch damit war noch nicht genug. Denn die Stadtwerke Schönebeck rundete die Summe auf sagenhafte 4.000 Euro auf. Auf den erbrachten Spendenbetrag sowie das gelungene Konzert kann das Orchester der Kreismusikschule Bela Bartok mächtig stolz sein. Und mit reichlich Motivation freue ich auf das nächste Benefizkonzert im kommenden Jahr blicken. Wie im Beitrag zu sehen war, zahlreiche Gäste waren gekommen, auch viele Spenden sind zusammengekommen. An dieser Stelle noch einmal stellvertretend recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung für derartige Projekte. Mehr ist natürlich immer gut und auch wünschenswert, sehr geehrte Zuschauer. Weiter geht es jetzt bei uns mit den Veranstaltungshinweisen. Welche weiteren Veranstaltungen auf Ihren Besuch warten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das soziokulturelle Zentrum Treff lädt vom 26. Januar bis zum 5. April zur Ausstellung »Gib niemals deine Träume auf« von Katrin Knabe ein. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Neues Jahr, neue Ausstellung. Die Stadtbibliothek Schönebeck präsentiert noch bis zum April die Ausstellung des Hobbyfotografen Ralf Freier. Der gebürtige Schönebecker, der 2005 mit der Fotografie begonnen hat, zeigt in den Räumen am Stadtfeld 40 Landschaftsaufnahmen. Mit dabei sind das Matterhorn, die Basteibrücke und das Ringheiligtum in Pömmelte. Die Ausstellung kann zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden. Entdecken Sie Schönebeck mit Tourist-Event Jeff Lammel. Neben den Nachtwächter-Rundgängen mit Jeff Lammel durch Bad Salzelmen stehen auch Führungen am Ringheiligtum und Spaziergänge durch den Kurpark mit anschließender Weinverkostung auf dem Programm. Weitere Informationen zu den genauen Terminen und Kosten erhalten Sie im Internet unter www.jeff-lammel.de oder unter der Telefonnummer 03928 76 80 42 2. Ungläubige Gastwirte, grummelnde Kellnerinnen, süffisante Nachfragen in Talkshows. Was man als Vegetarier so alles erlebt, davon kann die sympathische Schauspielerin Marion Kracht, unter anderem bekannt aus Das Traumschiff, einiges erzählen. In ihrem zweiten Kochbuch berichtet sie mit einem Augenzwinkern von ihren Erlebnissen aus über 25 Veggie-Jahren. Am 3. Februar ab 16 Uhr gastiert sie im Dr. Tholberg-Saal und spricht über das ein oder andere Erlebnis als Vegetarierin. Karten für den unterhaltsamen Abend mit Marion Kracht gibt es ab sofort in den beiden Schönebecker Stadtinformationen zu erwerben. Der Eisenbahnclub Schönebeck lädt vom 9. bis 17. Februar 2019 zur Modelleisenbahnausstellung in die Aula der Liebknechtschule ein. Die Ausstellung kann montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Am 17. April ist die Ausstellung nur bis um 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro.
Zahlreiche Veranstaltungen in der Region für die kommenden Tage, sagt der Zuschauer. Ob Sie denn sich kräftig einpacken müssen, sprich Schal, Mütze und Handschuhe dabei haben sollten, das möchten wir Ihnen jetzt verraten. Hier kommt der Blick auf das Wetter. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Der Winter ist da und zeigte sich am Montagmorgen mit verschneiten Straßen und dichtem Nebel. Damit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden Tage. Kalt und bedeckt starten wir in den Dienstag. Mehr als 0 Grad dürfen wir nicht erwarten, aber die Wolken verziehen sich ein wenig und machen Platz für Sonne. Bei minus 5 bis minus 2 Grad müssen wir uns am Mittwoch warm anziehen und auf dem Weg zur Arbeit aufpassen, denn die Straßen können glatt sein. Der Himmel ist weiterhin bedeckt und klart im Laufe des Tages kaum auf. Auch am Donnerstag müssen wir weiterhin mit kalten Temperaturen rechnen. Der Tiefpunkt liegt bei minus 6 Grad. Bedeckt und trüb, das sind die Aussichten so kurz vor dem Wochenende. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit der Blick auf das Wetter. Sie haben es gesehen, während der heutige Montag noch mit Sonnenschein aufwartete, werden in den kommenden Tagen die Sonnenstrahlen wohl eher rar bleiben. Und somit endet auch das Regionalmagazin am heutigen Montag. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mittwochabend 18 Uhr sehen wir uns an dieser Stelle hoffentlich wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Ihr Christian Kolbe.